Doch ein Glück auf, euer Plit04 und herzlich willkommen zum Halbfinalspiel der Locorex EM. Heute steht also das Halbfinale an gegen keinen geringeren als Keno. Checkt den gerne mal ab bei YouTube, Link ist in der Videobeschreibung. Dort sind auch die Links der anderen Teilnehmer, die mittlerweile schon ausgeschieden sind. Mail und Locorex spielen das andere Halbfinale bzw. FIFA-Rex bei dieser Locorex EM. Ja, was erwartet uns? Keno spielt mit Russland, wir spielen mit Kroatien. Ist also ein osteuropäisches Duell. Die Möglichkeiten sind da, ins Finale einzuziehen. Keno ist Gold 1, Elite 3 Spieler. Ich bin Gold 1, 22, 8 Spieler. Wir wissen es. Ja, schauen wir mal, ob da was geht oder nicht. Gehen wir direkt rein ins Match. Es ist das Halbfinale. Dementsprechend wird es hier nicht direkt wild beginnen, sondern mit langsamem Abtasten. Erste Möglichkeit, gut gespielt. Mit dem Fake Dragback. Vorsicht. Rakitic. Ja, und dann haben wir den Ball verloren. Die Möglichkeit wäre da gewesen, allerdings so nicht. Modric, keine Balleroberung, aber Orsic. Oh, dann kommt der Pass auf Orsic nicht. Wieder klärt, Flügelwechsel. Ah, Perisic. Ach du Jemine, der Ball kommt nicht an. Normaler X-Pass, der nicht ankommt. Da kommt wieder geklärt der Schuss. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit zu kontern. Perisic, ja, mit Fernandes gut gelöst. Rijalko zwingt ihn da zur Ecke. Vielleicht jetzt die Möglichkeit. Wenn nicht das erste Kopfballtor, was wir erzielen in diesem Turnier. Und es ist leider keins. Barisic mit der ersten Möglichkeit für uns. Oh, Brozovic kommt nicht dran. Wieder Cheryshev. Nee. Aber hätte auch nicht sein dürfen. Wenn ich sehe, wie Brozovic da einfach das Bein nicht lang macht. Macht er das Bein lang, hat er den Ball. Das darf halt dann einfach nicht passieren. Noch sind wir aber nicht in der Halbzeit. Gibt noch zwei, drei Möglichkeiten. Nein, ach, da wird einfach in der Mitte wieder gespielt. Ach, dann 1:0. Da wird einfach in die Mitte gespielt und der kommt durch. Der kommt einfach durch. Das kann nicht sein. Du hast keine Möglichkeit, das zu verhindern. Das wird 4-5 Mal gemacht. Irgendwann passt der Ball. Obwohl du zwei Verteidiger in der Mitte hast, die sich da einfach dämlich anstellen. Ich drücke nicht zustellen. Ich drücke nicht, dass irgendeiner da hinkommen soll. Nichts. Und dann so. Ja gut, Halbzeitfazit. Ja, wenig Chancen. Die besseren hatte Keno, muss man ganz klar sagen. Ansonsten, ja. Überschaubares Niveau. Sehr, sehr viel Mittelfeldgeplänkel. 60% Ballbesitz für ihn. Ich komme nicht rein im Moment. Schauen wir mal, ob es im zweiten Durchgang besser wird. Ecke kommt. Kopfball gefährlich. Reicht aber nicht. Ach, und dann hat er ihn wieder. Wohin? Der soll auf Modric gehen. Ach, das ist doch langsam nicht mehr normal.
rennen sich da über den Haufen. Ach, nee. Ja, schön gespielt. Ja, das war's. Ja, keine Chance. Die rennen sich da unten über den Haufen. Was soll man da machen? Die rennen sich unten einfach über den Haufen. Und so ist die Lücke dann in der Mitte da. Weil der Außenverteidiger nicht mehr reinrückt. Das ist einfach, weil er lieber auf dem Rasen liegt irgendwo. Das ist dann einfach kompletter Bullshit. Das ist gut gespielt, keine Frage. Aber auch der geht knapp mittig auf den Keeper. So, den muss er einfach haben. Der geht ja nicht mal platziert ins Eck oder so. Er fällt einfach wie eine Bahnschranke runter. Das darf es nicht sein. Das ist halt einfach Bullshit. Ah, da wird man ohne Ball weggekloppt. Da ist es kein Foul. Und dann... Ja, ist ein Game, was dann einen nicht für einen läuft, muss man dann so sehen und dann abhaken. Versuchen, Schadensbegrenzung zu erreichen, nicht mehr als 2 Gegentore zu kassieren und fertig. Er schießt nicht. Ja, wenigstens schießt Rakitic dann das Ding rein. Meine Güte, nee. Ey, da schießt er nicht. Ich spiele den Pass hoch und er schießt einfach nicht. Das ist halt auch einfach Quatsch, ne? Ja gut. Am Ende des Tages steht eine 2-1-Niederlage, die natürlich nicht unverdient ist, keine Frage. Schlecht hat er ja nicht gespielt, aber es sind schon einige Situationen, die nicht für mich liefen. Das muss man schon sagen. Am Ende des Tages habe ich trotzdem nur einen Torschuss gehabt. Und ja, dann geht die Niederlage auch absolut in Ordnung. Ja, da muss man sagen, erste Halbfinal-Hinspiel, also leider verloren 2-1. Wie gesagt, es war nicht unverdient, es lief einiges nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Man hat schon gemerkt, dass man in einigen Situationen beschissen wurde, aber das ist ja immer so, daran muss man sich leider gewöhnen. Vielleicht ist es im Rückspiel genau andersrum und wir können aus diesem 2-1 noch ein 2-0 machen oder so. Also insgesamt 3-2 oder so. Wer weiß das schon? Wir schauen einfach mal. Checkt auf jeden Fall das Rückspiel bei Keno ab. Und dann bin ich raus. Haut da rein. Glück auf. Ciao, ciao.